Es herrschen dunkle Zeiten. Nie war unsere Welt einer derart großen Bedrohung ausgesetzt. Naja, reichlich übertrieben. Sicherlich gab's schon größere Bedrohungen. Aber Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 stellt in der Tat eine nicht wegzudiskutierende Gefahr für den guten Spielegeschmack dar. Soll heißen, eine schlechtere Harry Potter-Versoftung haben wir in all den vergangenen Jahren nicht erlebt. Das merkt man gleich zu Beginn in der nicht enden wollenden Flugflucht, in der Harry zig Todesser aus der Luft holen muss. An Bord von Hagrids Motorrad geht's erst durch Wolken, dann über eine Straße und durch einen gefühlt lichtjahrelangen Tunnel und dann wieder durch Wolkenschnarch, wo man übrigens das erste Mal die unzulängliche Steuerung in voller Pracht erleben kann. Der Bewegungsradius der Maus ist hier zu klein. Nur über die mal funktionierende, mal nicht funktionierende Aufschaltfunktion der rechten Maustaste kommen wir an den Todesser ran. Und schließlich gibt's noch eine nächtliche Landpartie mit Todesser-Weggezaubere, bis uns das Spiel endlich mal was anderes machen lässt. Allerdings entpuppt sich das andere schnell als ähnlich stumpfsinnig wie der Flugeinsatz. Harry, Ron und Hermine zerlegen beispielsweise zahllose Spinnen, die ihnen den Weg versperren. Oder die drei zerlegen zahllose Todesser, die ihnen den Weg versperren. Leicht ironisch übrigens die Worte, die Ron hier in dieser Szene ununterbrochen von sich gibt. Oder anders, Ron, du nervst. Ich möchte nicht nerven, aber das Flohnetzwerk schließt sich. Wir müssen uns beeilen. Ich möchte nicht nerven, aber das Flohnetzwerk schließt sich. Unser wildes Rumgerenne in den Kämpfen kommt übrigens nicht von ungefähr, denn das Deckungssystem à la Mass Effect 2, das in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 zum Einsatz kommt, klappt mehr schlecht als recht. Kleines Beispiel gefällig. Hier hockt unser Harry hinter einem Rohr, nimmt aber dennoch massiv Schaden und kippt schließlich sogar aus den Latschen. Dann also lieber rumrennen. Zumal die Gegner-KI sowieso keine Herausforderung darstellt, wie man hier ganz gut sehen kann. Impedimenta! Sie haben sicher schon bemerkt, der Bildschirm bleibt recht frei von Anzeigen. Einen Gesundheitsbalken gibt's beispielsweise nicht. Das ist ja auch ganz sinnvoll, wenn man Kino-Flair rüberbringen will. Wenn man allerdings mit einem Level-System arbeitet, dann ist das schon weniger toll. Harry kraxelt nämlich durchs Rumgezaubere diverse Stufen rauf und wird so immer stärker. Wie weit der junge Mann ist, sieht man allerdings erst, wenn man das Spiel via Escape pausiert. Und bei einem Level-Up gibt's nur eine lapidare Bildschirmanzeige. Es ist dir doch klar, dass es für uns auf der ganzen Welt vielleicht keinen gefährlicheren Ort gibt, oder? Hermine hat recht, Kumpel. Sie suchen uns. Hast du eine bessere Idee? Wir müssen erst alles erkunden, um den sichersten Weg nach drinnen zu finden. Bis später, Harry. Abgesehen von der blöden Steuerung, den blöden Kämpfen und dem nicht zu Ende gedachten Levelsystem hat Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 auch noch ein weiteres Ärgernis in petto. Die Art, wie das Spiel strukturiert ist. Zwar hangelt sich der Titel an der Buch- bzw. Filmvorlage entlang und macht das weniger schlimm, als man es von den Vorgängern gewöhnt ist, nervt aber auch mit brachialem Unsinn. Harry muss beispielsweise irgendwelche sinnfreien Aufgaben wie die Flucht aus einer Drachenhöhle absolvieren, während Hermine und Ron nach einer Möglichkeit fahnden, ins Ministerium für Zauberei einzudringen. Da stellt sich doch die Frage, ob man das Spiel bei den vielen Unzulänglichkeiten wenigstens noch den ganz hartgesottenen Harry Potter-Fans empfehlen kann. Nun, Hermine weiß die Antwort. Nein!